Jetzt trinken, bitte. Dann nochmal. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. 9. April, mein Schicksalstag. Ja, ich will heute meinen 10 Kilometer Lauf machen. In unter 40 Minuten. Hoffentlich. Und jetzt ist es soweit. Also heute am späten Nachmittag oder frühen Abend treffe ich mich gleich mit Dominik wieder. Und der wird mich ein bisschen pacen. Ich hoffe möglichst lang, dass ich möglichst wenig auf die Uhr gucken muss und mich da tatsächlich nervös mache, dass ich wieder zu langsam oder zu schnell bin. Ja, also ich probiere einfach nur wie ein Blöder hinterher zu laufen und hoffe, dass dann am Ende die Zeit stimmt. Ich habe mir eben noch mal so ein bisschen vorgebetet, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, um irgendwie positiv daran zu gehen. Denn irgendwie schwingt der Zweifel doch stark mit, aber das ist, glaube ich, kein so starkes oder gutes Zugpferd, was mich da nach vorne bringt. Und ja, also ich, ach, wie soll ich sagen? Also ich bin zuversichtlich pessimistisch. Nein, also ich werde jetzt die nächste Zeit nochmal nutzen, nochmal ein bisschen in mich zu gehen und vor allem die positiven Aspekte nochmal hervorzuheben. Ich glaube, davon gibt es eine Menge. Ich weiß, es wird hart und da muss ich mich dann halt durchbeißen. Aber es gibt Dinge, die mich am Laufen halten, unter anderem auch eure Kommentare. Herzlichen Dank dafür, das Daumen drücken. Das werde ich mitnehmen auf den Lauf und wenn es dann hart wird, dann werde ich mich daran erinnern. Und ihr wisst, das wird mich aufbauen auf jeden Fall. Ja, und genau, ich werde alles geben und hoffentlich dann eben in der gewünschten Zeit oder unter der gewünschten Zeit ankommen. Wenn nicht, dann ist es das halt. Und ja, alles andere ist jetzt müßig zu spekulieren. Deswegen quatsche ich jetzt nicht viel mehr groß vor dem Lauf noch rein, um mich ein bisschen zu konzentrieren. Und wir sehen uns dann nach dem Lauf. So, hier ist noch ein bisschen was für hinterher zur Belohnung. Also Dominik ist auch am Start und der hat die kleine Überraschung für mich mitgebracht. Natürlich mache ich das. Also, mein lieber Triosoph Helmut, es ist soweit, 10 Kilometer unter 40 Minuten. Ich habe alle Videos davon geguckt, richtig coole Story, auch wenn ab und zu ich mich mal gefragt habe, was du davor hast. Vor allem deine lange Gravel-Tour war sehr, sehr spannend und auch super transparent und ehrlich. Also, du hast auf jeden Fall genug Sauerstoff umgesetzt, aus mal physiologischer Sicht das Ganze hier zu betrachten. Es sollte also möglich sein und am Ende des Tages, weißt du ja, wird es im Prinzip immer mental im Kopf entschieden. Also ich drücke dir die Daumen und hau einen raus. Also viele Grüße aus Köln. Ciao, ciao. Ja, das ist ja sehr geil. Also Sebastian, herzlichen Dank dafür. Das gibt natürlich jetzt mal ordentlich Auftrieb. Genau, das Mentale entscheidet. Ich denke das auch. Also mein Ziel ist jetzt einfach, die Pace zu laufen und mich so lange an Dominik ranzuhängen, wie ich es kann. Und ich hoffe, ich kann es bis zum Ziel. Und schauen wir mal. Wer sich an wen ranhängt. Genau. Schauen wir mal. Aber jetzt genug gelabert. Jetzt wird gerannt. Genau. Zum Schnelltest muss ich noch. Auf jeden Fall. Also hier, Dominik hat alles vorbereitet. Unglaublich. Mit drei Hasenohren oder ich weiß nicht, was es sein soll. Genau, da musst du deine Köttel da drauf lassen. Und das heißt, du hast jetzt auch Kilometermarkierung gemacht oder was? Nein. Lass dich überraschen. Okay, also es wird ein Event. Ja. Ich bin wahrscheinlich so abgelenkt. Ja. Und hier dieser geile Ausblick, ja, auf den Grunewaldturm. Hier soll es jetzt also starten. Dominik wollte sein Rad eigentlich nur kurz wegbringen. Jetzt ist er schon ewig weg. Wer weiß, was der noch vorbereitet. Keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Ich habe mich jetzt ein bisschen warm gelaufen und ja, es fühlt sich gleich immer so anstrengend an. Ich hoffe, ich halte dieses scheiß Ding durch. Ey. Ah, da kommt er endlich. Pass auf, Dominik, du machst das Ding für mich, ja? Ich fahre mit dem Rad nebenher und dann tun wir so. So, jetzt wird's ernst. Wir stehen an der Startlinie. Helmut Janssen. Letzte Worte? Rocket, nein. Okay. Oh, Helmut.
Dann nochmal. Ich hab's geschafft. Ihr habt es gesehen, vielleicht, ich habe es geschafft. Es war am Ende entscheidend nochmal der Endspurt, da habe ich echt nochmal alles reingelegt, weil ich war die ganze Zeit bei der Durchschnittspace von ungefähr 4 Minuten und ich dachte mir, kacke, es kann nicht sein, dass das Ding wieder in die Hose geht. Und eigentlich ging nichts mehr, aber es ging dann doch noch was, ja. Ja, die ersten 4 Kilometer sind wir zusammengelaufen, da habe ich keinen Mut versucht, ein bisschen zu pacen, dann musste ich raus, bin umgestiegen aufs Rad und war erstmal damit beschäftigt, Helmut wieder einzukriegen, aber er lief ja super konstant, super gleichmäßig an eine Abzweigegassen, kleinen Wackler, weil er falsch abgebogen war. Genau, da kam gerade Dominik zum Glück, weil ich wollte gerade den Weg einschlagen. Dominik so, nein, weiter geradeaus. Ja, und das hat ein paar Sekunden nochmal gekostet. Also wenn es an denen, es war, ich glaube, jetzt bin ich 3,56 oder sowas. Genau. Das war entscheidend. Knapp 10 Sekunden drunter geblieben, ne? Ja. Unter den 40 und alles scheißegal. Ja, genau. Was sehr geil war, also zum einen Dominik hat hier die Straße wunderbar ausgeschmückt, da waren so kleine Aufmunterungszeichnungen, sehr, sehr cool. Und jetzt echt nochmal einen riesen Dank an Sebastian, dass du eben nochmal diese Worte da aufs Telefon gesprochen hast. Sehr geil. Also der Satz, den Sauerstoff hast du, der war mir die ganze Zeit im Kopf und der hat mich wahnsinnig gezogen. Was mich auch gezogen hat, ist wirklich, ich habe mir nochmal so ein paar Kommentare, die ihr reingeschrieben habt, die gingen mir durch den Kopf. Also Mario hat geschrieben, beiß dich durch und ich dachte, ja genau, das muss ich jetzt machen. Das ist geil, es klingt echt bescheuert, aber es ist natürlich irgendwie geil, wenn man da sowas im Hintergrund hat. Ja, ja und jetzt bin ich froh und wir schieben hier das Rad nach Hause. Heute gab es auch keine Ausreden. Ja? Die Bedingungen waren perfekt. Ja, der Wind war ein bisschen, also das habe ich gemerkt in der zweiten Runde. Also da musste ich echt beißen. Der Gegenwind war hart und da war ich sowieso gerade so ein bisschen schlapp, also bei Kilometer, ich denke mal 6, 7, das war richtig, richtig zäh und dann eben kam Dominik zum Glück nochmal und es ist echt nochmal was anderes, wenn man so ein bisschen mitlaufen kann. Ja, also vor allem gerade am Anfang, es gibt total viel Ruhe, nicht immer auf die Uhr gucken zu müssen, sondern einfach blöde nach vorne zu laufen. Ja, so. Tschüss. Plan aufgegangen? Ja, genau. Vielleicht kommt gleich noch was. Fällt bestimmt noch was ein. Wie ihr seht, wird es jetzt hier schon langsam dunkel. Ich habe mit Dominik eben noch ein kleines Bierchen getrunken, um ja, den Sieg in Anführungsstrichen zu feiern, beziehungsweise einfach noch mal alles ein bisschen sacken zu lassen. Ja, und ich freue mich wirklich extrem, dass dieses kleine Kapitel oder große Kapitel, was ich ja schon länger mit mir rumtrage, damit nun der Vergangenheit angehört und ich das jetzt endlich mal abhaken kann. Ich muss nie mehr 10 Kilometer in dieser Geschwindigkeit laufen. Also ich kann es machen, aber ich muss es nicht mehr. So, das ist erstmal sehr cool. Ja, und dann weiß ich nicht, was an Material überhaupt dabei rausgekommen ist. Wie ihr gesehen habt, hat Dominik auch ganz schön gelitten, beziehungsweise musste dann aufs Rad umsteigen. Weiß nicht, ob er da filmen konnte. Und das werde ich mir jetzt alles zu Hause nochmal angucken. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass die Sache im Sack ist und genau, probiere jetzt hier irgendwie noch was rauszuschneiden, beziehungsweise wenn ich das jetzt hier spreche, habt ihr den Film schon gesehen und ich hoffe, dass auch was fürs Auge mit dabei war und dass ich nicht nur hier meinen kleinen Mini-Erfolg feiern kann, sondern dass ihr auch ein bisschen Spaß dabei hattet. Also insofern aus der Dämmerung hier jetzt nochmal einen schönen Gruß an euch. Danke auch nochmal für die ganzen coolen Kommentare, das Mitfiebern. Das hat echt, man mag es nicht glauben, dem Ganzen nochmal so einen kleinen Push gegeben. Und ja, jetzt gucke ich nach vorne, was da kommt. Ich weiß es noch nicht. Ja, jetzt erstmal ein bisschen easy peasy, denke ich mal. Und dann nochmal ein kleines Projekt, Zwischenprojekt suchen, damit wirklich nicht so der Schlendrian einkehrt. Also, danke fürs Zusehen. Danke für Abos, Kommentare und so weiter. Und ach ja, und ich habe jetzt glaube ich schon 2000 Abonnenten. Also an der Stelle auch nochmal. Mein Sohn sagt immer, ich soll ein Special machen. Ich sage jetzt einfach mal, das war das Special für 2000 Abonnenten. Herzlichen Dank also und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.